Hochauflösung zu spielen oder ist Medium besser? Ja, also erstmal, hi, das ist die nächste Aufgabe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mir den Snoopy mit reingenommen, weil wir bereiten uns ja auch darauf vor, ein D-Generation X Co-op Event praktisch zu machen bei Forest, dass wir halt mit so viel wie möglich einmal forsten und Blödsinn machen. Ich habe es auf hohe Auflösung, einfach nur, weil ich hoffe, bisher in den Aufnahmen, die ich gemacht habe, sah es gut aus. Dass ich dementsprechend, dass das halt auch für die Leute draußen hübsch aussieht, musst du selber im Prinzip ausprobieren, was dein Rechner kann und wie es dann halt näher läuft. Bei mir läuft es relativ flüssig. In den Kampfzonen ist es, in den Kampfszenen kann es ab und zu mal sein, dass dann, dass er da ein bisschen laggt, dass es ein bisschen braucht. Ich weiß nicht, ob es jetzt im Prinzip an der Grafikeinstellung, an meiner Grafikkarte und allem liegt. Kann natürlich auch sein, dass es halt mehr. Kann natürlich auch am Spiel liegen. Es ist halt, wie gesagt, in der Entwicklungsphase, aber das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich Okay, bin jetzt hier jedenfalls wieder. erstmal hallo Leute und ich starte jetzt einfach Ja. mal. Der Snoopy wieder. Er ist halt mit seiner Stimme dafür da, um beruhigend zu wirken, während ich mich hier aufrege. Nein. Es ist also, ja. Wir haben schon das eine oder andere erlebt und gucken mal weiter. Ich bin jetzt hier bei meiner Hütte, will eigentlich jetzt erstmal bei mein Ziel. Nochmal looten, Steine und Stöcker sammeln. Ich bin ja gestorben, wie ich dir vorhin erzählt habe, hat man gut in der Reihenfolge gesehen. Da habe ich gerade mitten im Wald angefangen, mir eine Baumhaussiedlung zu bauen, also so in der Richtung. Also ich wollte mir wirklich auf einer erhöhten Etage, auch über Bäume habe ich Plattformen gebaut und die mit einer Hängebrücke miteinander verbunden und so. Und ja, das ärgert mich richtig. Den Ort muss ich erstmal wieder finden. Irgendwann mal. Also es ist jetzt hier so gewesen, dass ich ein gelbes Hammer-Symbol hatte, das mir signalisiert, dass ich irgendwo noch eine Baustelle hatte. Falls ich das war die ganze Zeit sichtbar, egal wie weit ich weg war. Ich gehe aber oder ich bin jetzt der Meinung, dass wenn man stirbt, das dann weg ist, weil ich habe die andere Baustelle sehe ich halt nicht mehr. Gut, hier noch ein bisschen Klamotten sammeln. Alles mitnehmen, immer guter Tipp. Immer gucken, wo sind Koffer vom Flugzeug. Da sind immer sehr wichtige Sachen drin. Am Anfang ist es durchaus, oder habe ich es gemacht, mit Soda und Energy-Riegeln so ein bisschen, dass man so ein bisschen sich über Wasser hält. Bis man dann erstmal die Basis, sag ich mal, das Lager hat, um dann auch sich mit Tiernahrung zu ernähren. Also es ist wirklich wichtig, auch der ein oder andere Spieler wird sagen, okay, so wie ich es gemacht habe am Flugzeug, ist vielleicht nicht so top, nicht so ratsam, zumal man nie genau weiß, dass also solche Stellen eventuell auch bekannt dafür sind, dass die Einwohner dort spawnen. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe dann relativ, ja, was heißt großes, aber ich habe da ein festes Lager und du brauchst so einen Rückzugspunkt auch. Ich plündere gerade erstmal die Koffer hier. Ja, ich baue gerade, ich bin bei, das wirst du ja später auch noch sehen, das ist so eine, na diese Dreieckshütten, Zelthütten, Zelt will ich gar nicht sagen, aber wirst du später sehen, das ist so ein, die im Kreis stehen, ist so ein Platz und dort habe ich mir halt, warte mal, einmal schnell mal Sushi machen hier aus dem. Der lebt noch. So. Ah, sein Kumpel muss ich auch mal gleich erledigen. Oh, ein Golfball. Ja gut, die habe ich mich auch gewundert, dass gerade an der Absturzstelle jeder Koffer oder gefühlt jeder Koffer. Tennisball. Hast du einen Golfball? Ich hatte einen Golfball, ja. Ein Golfball? Okay, cool. Aber den konnte ich auch noch wegwerfen. Ja. Und wie du schon vorhin gesagt hast, aufpassen beim
slashen hier, dass man nicht seine Bauten oder irgendwas kaputt macht, ne? Du hast ja selber gesagt, Lagerfeuer nicht gut. Habe ich vorhin auch in dem, oder hatte ich auch in der einen Szene geredet, zu langsam nachgedacht, ausprobiert und das Lagerfeuer kaputt gehauen. Ach, hier ist ein Zeltplatz gleich neben der Abflugstelle. Okay, ist da in der Mitte, ist das so ein Platz mit einem Baum und ganz viel an die Zeltplatz? Zelte sind es schon. Hier sind Zelte und ein Topf in der Mitte. Topf ist gut, sammeln. Naja. Den Topf kannst du gebrauchen, kannst du nachher mit einem Seil und einem Ast an einem Baumrand bauen und kannst da Harz sammeln. Vor allem hier liegen noch andere Töpfe, die ich aber nicht benutzen kann, plus ein Notebook. Das Notebook kannst du zerschlagen, da ist eine Platine drin, die kannst du gebrauchen, um Bomben zu basteln. Haben wir. Ja, ist richtig gut. Also, wenn noch ein zweiter hier mit beisitzt, ich erwische mich selber mal in den Aufnahmen auch manchmal ein bisschen gerade wortkarg zu sein. Hat aber einfach damit zu tun, dass ich wirklich in dem Spiel drin bin. Ich bin da gerade echt so. Alex, was empfiehlst du eigentlich als erstes zu bauen? Oh. Also, ich hab's ja so gemacht, wie ich dir gesagt habe, mit Wänden mir einen kleinen Bereich abgezäunt. Eine Tür natürlich zwischendurch. Was Hab hast du da genommen für eine Storage? die Wände meinst du jetzt? Ja. Warte mal. Die Defensiv war gleich, oder? Das ist wahrscheinlich zu schwer am Anfang, oder? Nee, ich habe Defensiv-Wall genommen. Und die kannst du nachher, da bin ich nämlich gerade bei. Ich kann gerne mal einen Screenshot von machen und das nachher mal auch auf Facebook posten. Kann man da auch eine Tür einsetzen oder wie läuft das da? Nein, du lässt halt eine Lücke und dort setzt du das Tor. Okay. Musst halt gucken, dass da genug Platz ist für die Tür, damit sie einwandfrei auf und zu geht. Ein kleiner Tipp auch von mir, weil ich habe in so einem, diese Hütte, die ich beschrieben habe, das ist halt so ein Trick. Du kannst, da die hinten raus ist, die zwar so halb offen, aber mit Stäben und Seilen, das heißt, da kommt nichts durch. Den vorderen Eingang baust du zu mit zwei Wänden und einem Tor. Und hinten ist es halt so, da machst du zwei Lagerfeuer oder ein Lagerfeuer und bist da safe. Und in der Nacht versuchen die, dich da zu kriegen und rennen immer ins Lagerfeuer rein. Aber das wirst du später sehen, wenn du bei den Hütten bist. Ich habe wirklich, du hast das Bild ja gesehen, das Flugzeug benutzt, dass ich eine Wand weniger bauen muss und habe mir da erstmal einen Bereich gebaut, dass ich da safe bin. Gut, er will mich hier nicht erwischen. Gehen wir mal raus. Wie schaffst du das, dass das Lagerfeuer nicht ausgeht? Scheiße, war das knapp. Da kam aus dem Nichts noch einer und hat auf mich eingeprügelt. Boah. Ja, du kannst das ja mit E regelmäßig mal wieder befeuern, Blätter reinwerfen. Auch wenn du schläfst. Nö. Aber wenn du schläfst ja im Optimalfall die Nacht durch. Und dann, wenn es hell ist, sind selten noch welche da. Boah, jetzt habe ich auch mein Lagerfeuer zerkloppt. Das eine. Das ist echt. Also, das war früher nicht so extrem. Ach, vorhin, wo ich es schon mal angetestet habe, da habe ich es geschafft. Da wollte ich so ein Kannibale brutzeln und hab dann mit dem Bein das Ganze dann kaputt gekriegt. Ehrlich? Hast du mit dem Bein um dich gekloppt? Ja. Okay. Jetzt kann ich hier noch neue Feuerstelle bauen. Ich hätte gern mehr Sachen zum Bauen, neuere Sachen oder so. Und vor allem, irgendwo habe ich vorhin schon gesagt, mehr mit Stein. Ich finde, man kann wenig mit Stein bauen. Dann habe ich in der Hütte eine Bank reingestellt und die ist falsch rum. Da kann ich mich jetzt nicht raufsetzen. Und die kriege ich auch nicht mehr weg. Auch gut.
Jetzt hacke ich hier gerade auf den Baum ein und dann kommt ein Vogel und setzt sich genau auf die Stelle, wo ich mit der Axt zuschlage. Hatte ich vorhin auch, ja. Dann versuch die Federn zu fangen. Aus den Vögeln kannst du leider nichts machen. Die Federn kannst du noch gebrauchen, kannst für später Pfeile bauen. Hab ich vorhin schön ein Bambi getötet. Schön mit dem Pfeil auf dem Arsch. Auf dem Po. Verzeihung. Apple Air oder MacBooks zerstören. Ein paar Platinen sammeln. Hier ist mein kleiner Teich. Kann ich schön ein paar Fische jetzt. Ich habe vorhin, tut mir auch leid, Dory getötet. Drei Fischchen reichen erstmal. Weiter sammeln. Pilze musst du auch aufpassen. Ich glaube, so die ein bisschen nach Steinpilz aussehen, die kannst du so essen. Natürlich fliegen Pilze nicht. Die weißen esse ich auch. Da ist mir bisher noch nicht so viel passiert irgendwie. Beziehungsweise ich achte auch selten darauf, ob ich da ein bisschen Energie verliere. Hauptsache mein Hunger geht weg. Kannibale hochgeschmissen. Bist du auch so in die Luft gefedert, oder? Ja, der kam jetzt durch das Hacken. Ja. Bei mir ist gerade einer, der steht doof rum, den habe ich getötet, aber der bewegt sich nicht. Also der steht so und atmet. Der ist aber tot, nur irgendwie will er nicht sterben. So, gucken wir mal, dass ich das Zeug hier loswerde. Zumal ich habe hier Spoiled, ja, was schreibt er mir da? Spoiled War Rabbit, also, oder Spoiled War Lizard, also Lurch oder Hase, bloß halt schon ein bisschen angegammelt. Aber ja, ich hau die trotzdem aufs Feuer und esse die. Ich glaube, die dürfte man wahrscheinlich, falls man es überhaupt kann, ich habe es noch nie ausprobiert, so roh halt nicht essen. Wobei man das ja sowieso nicht machen sollte. Aber das geht immer noch, kann man gut essen. Ja, hier hatte ich gerade. Mann, ich will doch nur das. Den Hasen essen. So. Weiter geht's. Okay, jetzt wurde ich gedünscht.
Jetzt kramt gleich vier Stück ein. Deswegen sage ich, ja, macht schon Sinn, sich da erstmal in Ruhe reinzufuchsen, dass man so ein bisschen den Ablauf kriegt. Ich finde, gerade am Anfang muss man erstmal sicher sein und dann bist du, kannst du immer noch drauf gehen, kann immer noch blöd passieren was, aber. Mein Vorteil auf alle Fälle, dass ich das Katana habe. Du schlägst. Oh, Aloe Vera, geil. Du schlägst damit einfach so unheimlich schnell. Gar nicht zu vergleichen wie mit einer Axt. Aber das sind so halt diese Items, die halt so random irgendwo auftauchen. Zumal, naja, Multiplayer ist es auch einfach nur geil, weil du kannst dir die Arbeit teilen, ne? Also dann kann einer zum Beispiel Bäume hacken gehen, der nächste kümmert sich um Bauplanung, der nächste kümmert sich um Essensbeschaffung. Das musst du natürlich in deiner Single-Variante, im Single-Modus alles alleine machen. Auch abschätzen, dass du dann irgendwann mal rechtzeitig nach Hause gehst, bevor es dunkel wird. Beziehungsweise bis dahin fertig bist mit allem. Das ist natürlich dann das Schwere, ne? Oh, hier liegt Medizin rum. Cool. Medizin ist übelst wichtig. So im richtigen Moment, wenn du angegriffen wirst, schnell nochmal Medizin einpfeifen, dass deine Lebenspunkte wieder nach oben, also voll sind. Wo ist jetzt meine Hütte? Jetzt zeigt er mir das Hammer-Symbol nicht an, obwohl ich da eigentlich noch Baustellen habe, die nicht fertig sind. So, Stöcke habe ich alles. Ich brauche Steine. Gut, wahrscheinlich gibt es deswegen so wenig zu bauen mit Steine, weil man kann nur 5 Steine tragen. Das ist das, finde ich, ein bisschen behindert, also ein bisschen doof. Wobei man ja sonst auch bepackt wäre wie so ein Esel. Also das System wird schon irgendwo Sinn machen, aber. Ich laufe irgendwie immer in mehr Richtungen. Habe ich den Topf noch? Ja. Ich wollte ja noch so ein. Hier auch noch so ein Harzsammler bauen. Einfach um die Töpfe loszuwerden. Jetzt fällt mir gerade auf, dieses Haussymbol zeigt er mir nur bei meiner Basis beim Flugzeug an. Weil da, wo ich jetzt bin, habe ich ja auch einen Schlafplatz. Den zeigt er mir aber nicht an. So, bauen wir noch schnell den Harzsammler da, damit ich den Topf los werde. Und dann werde ich mich wieder hinlegen. Wird langsam dunkel. Nochmal speichern. Hoffentlich gibt es jetzt hier keinen Angriff, dass ich durchpennen kann. Na, war ja wieder klar. Da kommt wieder der Zongton. Nee, nichts mit Schlafen.
Dann schüren wir schon mal beide Feuer und warten, bis sie da reinlaufen. Und gesagt, getan. So, er ist tot. Ich darf nochmal anfangen. Du kannst Bin auch nicht entkommen. so beim ersten Mal wirst du ja entführt und kannst dann in der Höhle, hast ja auch dein Zeug, kannst du schnell, also wenn du genug gelootet hast, wenn du genug gesammelt hast, kannst du dann in dem Moment dich schnell mal heilen und so und wieder aus der Höhle kriechen. Dann würdest du da hochkommen oder wenn du den richtigen Ausgang nimmst, kommst du da hoch, wo ich gerade bin. Sag ich mal bei den Häusern. Das, was ich gerade meine. Ich Und wurde gerade abgefangen von ihnen. Ich bin wahrscheinlich im falschen Ausgang gelaufen. ja. Und ansonsten ist es so, dass du zu deinem alten Körper hingehen kannst. Du kriegst praktisch einen neuen Körper und kannst dort praktisch deine Items wieder aufsammeln. Einige, nicht alle, aber das habe ich auch nicht gewusst. Ich weiß nicht, ob es neu ist oder ob es allgemein immer schon so war. Aber da hatte ich dann schnell mal die Lust verloren, weil ich da einige meine ganzen Items weg, das so, das kann einen dann schon mal so ein bisschen nerven. So, ich habe hier zwei Leute, der eine wieder mit seiner Taschenlampe über dem Kopf. Das ist so ein Einwohner, der rennt irgendwie mit so einer Lampe rum. Was auch immer er da hat, keine Ahnung. Mal Soda trinken. Hab Durst. Also wenn ich mal gucke, ich habe hier noch ein Nahrung, Tierfelle, ein Kopf sogar noch, Seile. Aber ich bin schon relativ gut ausgerüstet. Ich denke mal, da wird es noch einige, also noch ein paar Sachen mehr geben. Aber mein Inventar ist schon sehr voll. Tipp kann ich dir noch geben, Snoopy. Leg dir die Tasten ordentlich. Also das Inventar habe ich bei mir auf F, damit ich da schneller rankomme. Okay. Damit du halt auch so Sachen wie Medizin schneller nehmen kannst. Weil sonst ist es, glaube ich, auf P oder so. Mit dem Kampf schnell mal P drücken, hä? B musste drücken. Nee, da ist das Buch, ja. Das habe ich auf B Das gelassen. Buch und I ist Inventar. Oder I, ja. Ja, eins von beiden war das. Aber selbst I ist jetzt auch nicht unbedingt extrem näher dran, dass du schnell das I triffst. Also, ich werde mir mal noch was braten hier. Langsam kriege ich schon wieder Hunger. Also so eine Hütte, wo du safe bist, ist schon Gold wert. Ich hatte ja Glück, das hast du ja auf dem Bild gesehen. Ich hatte ja Glück, dass ich in meiner Hütte auf einmal ein Baum stand. Und da konnte ich da dann nochmal ein Baumhaus bauen. Mal kurz AFK. Ja. Und bin da natürlich dann safe. Rücken zu den Jungs stellen, greifen die dann an. Traut euch doch mal. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen mehr laufen, dass die dann. Ich weiß ja nicht, wie die KI von denen ist. Ich möchte jetzt auch ungern, ich würde sie provozieren, indem ich auf der Leiche reinhacke, aber ich möchte auch ungern meine Lagerfeuerwehr zerstören.
Das wäre ein bisschen doof. Ich versuche mal nochmal zu schlafen, auch wenn es nicht gehen wird. Zong. Was ist denn? Hört auf hier. Auf meine Mauern zu schlagen. Wie die sich alle auf die abgeholzten Bäume, also auf die Baumstämme rauf hocken. Aber was ist das hier oben? Na komm, greift an. Möchte die Pfeile auch nicht verblasen, einfach weil ich so wenig Federn habe. Da bin ich noch nicht so geübt drin. Aber ich könnte die Zeit nutzen und mir nochmal Medizin herstellen. Energy Mix. Achso. Dafür sind dann wahrscheinlich die anderen beiden. Die und die würde keinen Effekt bringen. Ich wollte es jetzt ungern aussitzen hier. Krieg die Bank auch ums Verrecken nicht weg hier. Was ich noch machen kann, ist, ich könnte hier drin ja auch einen Holzboden bauen. Oder auch nicht. Jetzt ist hier wieder einer durch die Tür geglitscht. Auch schön. Komm ab hier.
Ah, das war schon mal gut. Ich wollte gerade. Vor meinem Bett einen Läufer bauen. Ein bisschen Schnaps trinken. Hört auf, meine Wände zu bekloppen hier. Macht lieber die Bank hier kaputt, dass ich eine neue hinsetzen kann. So, ich bin auch wieder da. Ja, und ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.